Times mit genau Roman, Rollercoaster Times mit Lars und Roman. Hallo, ich bin Roman. Hallo. Hallo, ich bin der Flo und ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Link sollte in der Beschreibung sein. Da wurde das nämlich erklärt, was wir machen, ne? Ja, wie das alles funktioniert und so. In der letzten Folge haben wir sowas kompetent erwiesen, wie man mit dem Mod richtig umgeht. Na, Flo, du musst das so sehen, die Leute haben mit uns gelernt, ja? Ja, nicht, eigentlich schon. Ja, deswegen, weißt du, das war so eine neue Erfahrung für eine, uns alle. Eine neue Erfahrung für uns alle, Roman sagt's. Und jetzt kennen wir uns alle mit dem Mod aus, oder? Tun wir ja, das? So halber, so ein bisschen sagen, schon. Ne? Ja, ein aber bisschen schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe schon die perfekte Idee, wie ich das ausschmücken möchte. Das klingt vielversprechend. Okay. Letzte Folge hatten wir zwei Hardcore Super Crazy Rollercoaster von Flo und Lars. Ja. Ja. Und ich hatte den Smooth. Ja. Und du hast den Smooth Jazz. Ja, den Smooth Jazz hatte ich damals, ja. Und heute habe ich auch nochmal eine sehr interessante Idee. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch denn so aussieht. Gebt mir mal einen Tipp. Super aus, auf jeden Fall. Können wir mal, wie sieht denn das bei euch aus? Was würde denn eure Idee in einem Wort beschreiben, meine werten Damen? Meine Idee würde Tour beschreiben. Eine Tour? Okay, Lars, bei dir? Nass. Nass! Okay, gut. Ja, bei mir ist es aber auch etwas, also ich muss auch sagen, es ist bei mir nicht unbedingt trocken, ja. Muss ich schon sagen. Also ich könnte meine Bahn dann trocken nehmen, wenn ihr beide eure Bahn nass macht. Ja, trocken. Ich würde gerne mal mit trocken fahren. Trocken fahren. Hey, was machst du denn so? Ja, ich stelle mich gerade für trocken. Das hört sich so nach einem richtig gefährlichen Rollercoaster an. So trocken. So, als ob sich das so niemand traut. Traust du dich schon, den trocken zu fahren? Das hört sich an wie irgendwas aus SpongeBob. Ja, Alter, das stimmt, ey. Warte mal, ich muss hier sogar schon meine ersten Versuche machen, ob das hier überhaupt... Roman, du musst übrigens... okay, warte. Meine Bahn heißt trocken. Echt? Das heißt die trocken? Ja, okay. Trocken, okay. Ich nenne meine nicht trocken. Ich nenne wirklich nicht trocken. Roman, du kannst aber nicht trocken nennen. Ui, alter Vater, ich hab... Nenn deine doch sauber. Stimmt. Nein, ich nenne meine Seife. Aber Dings, Leute, ja, wir haben nämlich schon öfters mal so die Frage reinbekommen, was würden wir denn eigentlich so tun, ja, wenn wir denn einfach mal so Besuch von einem Räuber bekommen würden, der nachts in unser Haus einbricht, ja? Ein Räuber? Wie würden wir da reagieren? Wie wäre da so deine Vorgehensweise, Flo, wie du einen Räuber sagen würdest, dass du nicht möchtest, dass der zu dir kommt, nach Hause, ne? Und bei dir einbricht. Ja. Ich würde auch sagen, nein. 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 Aber ich bin doch raus auf 45, nein. Nein. Es ist Roman. Okay, warte. Ja, Roman, ich habe die perfekte Idee fürs Logo von Trocken. Es schreibt sich nämlich Trocken. So wird es geschrieben. Trocken, oh, das hört sich an wie Rocken. Also so wie, ne, mit der Gitarre und so. Okay, Trocken. Ja, Roman, was würdest du machen, wenn wir eingebrochen wird? Ich würde die Polizei rufen. Eingebrochen wird. Also, wenn bei mir eingebrochen wird? Das ist eine sehr gute Frage, muss ich schon sagen. Warte mal. Bei mir geht es hier gar nicht. Flo. Roman. was ich machen würde, ist auf jeden Fall, ich würde nicht die Polizei rufen, ja, weil ich möchte doch zeigen, dass ich Minecraft Survival Games Profi bin. Ja, weil ich würde dem erstmal mein Minecraft Schwert zeigen, weil ich habe gerne Minecraft Schwert, Flo. Weißt du? Und ich glaube, dem seine Glock wird ein bisschen stärker sein als der Minecraft Schwert. Der muss ja nicht unbedingt eine Glock haben. Der könnte ja vielleicht. Ach so, okay, ja gut, ne? Also. Trocken! Okay, passt, man ist fertig, ja? Ich weiß ja jetzt nicht, wie ich da jetzt so richtig reagieren sollte. Also, ich würde erstmal auf seine Probleme ansprechen, weißt du? Ja, ich würde ihn fragen, ob er vielleicht einen Therapeuten aufsuchen will und eine Nummer geben oder so. Ja, genau, das wäre doch, glaube ich, der. Bisschen ja, genau. Kekse anbieten. Das wäre, glaube ich, tatsächlich der einzigste Weg, der so wirklich gut ist, ja, würde ich mal sagen. Das wird klar gehen, Alter. Alter, ich weiß jetzt nicht, wie eure Bahnen werden, aber bei mir ist es, geht das schon in die richtige Meine Bahn, meine Bahn heißt Einbahnstraße. meine wird sehr nass, ja, so wie Lars circa seine. Ne? Lars, ich glaube, wir haben die gleiche Idee hier? Oder sowas in der Art, Alter. Glaube ich nicht. Das ist dämlich, Alter. Was macht ihr denn? Es ist nass, Flo, es wird bei uns definitiv nass. Ja, okay, bei mir wird es nämlich trocken, Roman. Und dann wird es. Trocken. Hey Roman, nichts gegen trocken ist die beste Bahn.
Leute. Meine Bahn. Ich frage mich, ob man Villager fahren lassen kann damit. Lol, das wäre echt cool, ne? Wenn es wirklich gehen würde, Alter. So, und dann okay, gibt ja. Okay, hier, rechts. Meine Bahn heißt einfach. Wenn meine Bahn nicht trocken heißen würde, würde ich die Fahrschule nennen. Fahrschule? Bester Name, Flo, Flo, Alter. Du bist so rätselhaft, Flo, ich verstehe nicht. Hey, erzähl doch mal was über eure Bahnen. Ich erzähl schon so viel über meine und ihr lacht mich aus. Okay, wie ist eure Bahn so? Ja, meine Bahn ist definitiv nicht trocken, ne? Meine Bahn ist. Oh, jetzt guck mal. Aber ich muss sagen, meine Bahn bis jetzt nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was mit eurer? Meine. Naja. Ist gerade auf ihrem besten Weg, gut zu sein, hoffe ich mal. Alles klar, Roman. Okay, dann würde ich mal sagen, weiter geht's hier. Nein, bei mir sind wieder Dinger drin. Wir sind die Xer. Smooth. Na, wieso geht's smooth nicht? Warte mal. Ich finde, die Bahn ist jetzt auf jeden Fall viel besser als die davor. Ist sie fahrbar? Ich. Ja, okay. Meine geht. Vater, ich frag mich, ob meine überhaupt, Dings genießbar ist. Ja. Meine nicht, meine ist so voll und so. Deine ist nicht genießbar. Das, weil ich kann mir das echt vorstellen, dass die irgendwie nicht genug Power hat. Meine Bahn, also ich erklär mal hier, was ich hier gerade überhaupt baue. Meine Bahn wird sozusagen eine Art, eine Tour werden. Eine Tour durch die Stadt. Ah, du machst also so eine... Du hast gespoilert. Ja, also ein bisschen. Ich muss erklären, was ich hier mache, sonst denken die Leute, hä, was machst du da? Hä, Carlo? Ja, okay, dann sag ich auch, was bei mir das? Ist. Ja, auf jeden Fall. Wird das. Okay. Nass? Also, wird sie, also, warte mal, meinst du jetzt, dass die jetzt oh Mann, Lars, ich dachte, deine Bahn wird trocken, jetzt da, hast du alles gespoilert? Echt, ey, wir dachten. Okay. Oh, ich muss wieder durchs Haus gehen. Also, meine Bahn ist jetzt echt ganz cool. Ich muss aber noch an dem großen Finale arbeiten, Roman, ja? An dem großen Grand Finale? Machst du Feuerwerk, Flo, Alter? Oh, Feuerwerk ist echt eine gute Idee, aber ich weiß nicht, wie man das craftet. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das craftet. Wollte ich nicht. Da braucht man irgendwie für Feuerwerk, braucht man irgendwie so einen Star oder sowas in der Art, ne? Und dann irgendwie... Okay, Leute, jetzt irgendwas. Passt mal auf, jetzt kann ich hier den machen und kann das hier so rüber drehen. Ja, nice. Okay, perfekt. Ich bin schon ein richtiger Profi. Ich kann Schienen drehen, Roman. Du bist ein Minecraft Survival Games Profi. Ich bin ein Minecraft Rollercoaster Profi. Alter, ich schwöre, das ist super nice, was ich hier gebaut habe, Alter. Ich glaube, das wird euch gefallen. Das ist nicht schlecht. Ich habe sogar eine Idee, was ich hier noch so hinbauen kann. Das glaube ich dir nicht, Roman. Doch, das glaube ich erst, wenn ich sehe. So soll das doch gar nicht aussehen. Bei Lars scheint es ja sehr gut zu laufen, Alter. Den Lars ist der wahre Profi hier. Er tut nur so. Stimmt. Er tut so, als ob er es halt eben nicht weiß, ne? Ja, Lars blufft hier. Blub hier. Dann verbinde ich den. Nein, nicht so. Ah! Scheint ja gut zu laufen bei dir, Kase 44. Warte mal, es gibt noch irgendwie so andere Dinge außer normale Autos. Es gibt hier noch irgendwie so ein Single Seat. Stimmt, es gibt Dinge. Es gibt die Obsidian-Schienen, oder was meinst du? Nee, es gibt verschiedene Minecarts, verstehst du? Ah, das meinst du? Ja, wir können uns zusammenhängen, wenn du das nachher testen willst. Ah, das ist mega cool, Alter. Wollen wir das nachher testen, dass wir uns alle zusammenhängen? Ja, können wir machen, Alter. Meine Bahn ist todesdämlich, Alter. Das einzige Problem, was ich habe... Was hast du gebaut? Es ist etwas schwerer zu beschreiben. Es ist etwas nass! Oh nein. Komm jetzt nicht mit... Okay. Es ist etwas nicht trockener, ja. Es ist... Warte mal, ich hab hier sogar... Wobei, es geht eigentlich, die Bahn, die ich hier gebaut habe. Meine geht doch voll klar. Meine geht schon durch ein Haus und durch... Ja, es geht durch ein Haus. So, das klappt doch. Okay. Ja, man sieht ziemlich geil aus, finde ich. Dann geht's hier noch rüber, aber... Oh ja, ja. Ich weiß, was ich mache. Dann gehen wir hier, hier rauf. Das hört sich gut an, dann nehme ich den Ranch, wir gehen hier rüber, alles perfekt. Oh, das geht richtig gut. Wenn man die Mod mal verstanden hat, seid noch da? Ja, wir sind noch da. Ich bin weg. Bin gerade konzentriert. Lass es weg. Okay. So, wlupp hier hoch. Ja, das klappt in der Tat ziemlich gut. Okay, weg. Blub, blub, blub. Nein, wieso geht das jetzt nicht? Okay, ja. Hm? Oh, das ist wirklich... Würde ich meine Bahn hier in Real Life da mal fahren? Ich würde sterben. Wahrscheinlich. Ja. Würde ich nämlich auch denken. An Alter. Angst. Und die Spitze des Turms soll nicht unser Limit sein. Wir gehen natürlich noch viel höher rauf. Ich kann gar nicht höher rauf, hier ist schon Grenze. Okay. allergrößte Höhe, die es nur gibt.
256. Und genau hier kommt unsere... Oh, Heat Limit Building. Okay, hier kommt... okay, dann machen wir den hier, so. Und ich hoffe, das geht sich aus, dass ich hier überhaupt ganz raufkomme. Weil wenn ich nicht raufkomme, das ist nicht gut, wisst ihr? Ja, es funktioniert. Funktioniert das? Oh mein Gott, das hat funktioniert. Der erste Booster ist hier. Beziehungsweise die erste Verbindung. Das heißt, wir verbinden das jetzt hier so. Alter Vater, das wird ein richtig geile Achterbahn. Okay. Ich bin auch überzeugt von mir. Die wird. Ich weiß nicht, Roman, wie ist es mit euch so? Seid ihr so eher die Achterbahn-Typen? Fahrt ihr viel mit Achterbahn in den Freizeitparks? Oder seid ihr eher so die... Nö, ich hab Angst, es ist zu hoch! Also, hoch nicht, sondern... Okay, doch. Ich bin ja der Typ, alles was nicht so ist wie, jo, du bist einfach in die Luft geschleudert und sollst einfach nur dich übergeben, das ist das Ziel der Bahn. Nicht mal eine Bahn, einfach solche Dinger, die sich drehen, das mag ich eher nicht so. Aber wirkliche Bahnen, wo man was sieht, wo man durchfährt, sowas mag ich. Sowas liebe ich sogar in allen Parks. Da bin ich sogar, in so gut wie jedem Park, wo ich schon mal war, bin ich mit sowas mindestens einmal gefahren. Okay. Und ihr, in welchem Freizeitpark war dir schon so? Ich persönlich war schon mal im Europa-Park, im Holiday-Park. Ich war in Movieland, im Gardaland war ich, das ist in Italien. Wo war ich denn? Lars, wo warst du? Disneyland war ich, Disneyland ist ziemlich cool. Ich war noch nie in Disneyland. Oh, Lars, das müssen wir nachholen. Was ist Disneyland? Noch nie war in Disneyland, war gesagt. Ach so, ja, ich war auch noch nie im Disneyland. Hä? Was geht mit euch? Okay, wir müssen unbedingt nächstes Jahr Gamescom, müssen wir es nachholen. Disneyland gibt's doch nicht in Deutschland. Doch. Nee, obwohl, was gibt's das? Ich glaube, das ist in Frankreich. Disneyland, nein, das ist doch nicht in Frankreich. Doch, bei Paris ist ein Disneyland, da war ich. Echt? Ja, oh. Ist aber schon 5-6 Jahre her. Aber ist das nicht nur für kleine Babys? Da gibt's richtig fette Achterbahnen. Da gibt's Indiana Jones Achterbahnen, da gibt's Raketenstadt Achterbahnen. Es ist ziemlich cool, muss ich sagen. Hat dir wohl Spaß gemacht? Also ich kann nicht sagen, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, aber mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich meine jetzt ohne Spaß. Ich weiß nicht, Leute, gibt's unter euch irgendwelche Achterbahn-Fanatiker, die alles ausprobieren wollen? Nicht? Nein? Nein, keiner? Okay. Okay, Leute, wir haben es jetzt, glaube ich, alle geschafft. Ich weiß, sind eure Bahnen auch fertig? Ja. Okay, pass auf, ich habe meine Bahn auch noch einiges gearbeitet. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ihr habt ein bisschen länger gebaut als ich. Deswegen denke ich, dass eure ein bisschen länger was? Sind. Deswegen würde ich so, also hier sieht man tatsächlich schon was. Also ich persönlich wäre dafür, ich lade euch jetzt einfach mal zeigen. Nach Hause ein. Genau, ja? Ich würde mal zeigen, zeigst mal deine Bahn und dann fahren wir. Ich glaube, meins ist ein bisschen kürzer. Ja, kommt mal mit, weil ich liebe es nämlich, ein bisschen kürzere Bahnen zu bauen. Wie ihr seht, ich bin hier so etwas so der Schiffsmann, ja? Also, wie heißt deine Bahn? Oh, cool. Meine heißt der wilde Wassergang, ja. Oho. So nenne ich sie. Die ist so ein bisschen. Das ist keine Krücke. Nee, das ist alles fresh. Komm mal hier mit rein. Okay, das sieht cool aus. Ja, guck mal, hier ist so der kleine Eingang. Komm mal hier mit rein. So, hier könnt ihr übrigens alle kurz mal hierher stellen, bitte. Und dann einmal den Schalter hier betätigen. Ist das Parfum? Das ist Parfum, damit es dürfen keine stinkigen Leute mit dir fahren, oder? Also, hier müssen nämlich alle riechen, also gut riechen, weil, ich möchte euch nochmal kurz zeigen. Also, hier seht ihr, nochmal kurz zur Darstellung, ja, hier seht ihr so die erste steile Kurve, die geht so ein bisschen so nach links, wenn ihr versteht, was ich meine. Ganz wichtig, guck mal, wir können uns zusammenhängen, wusstest du das? Schau mal. Echt jetzt? Funktioniert das? Lol. Ja, aber wie? Was meinst du? Warte, und nochmal. So, und jetzt sollten wir alle rechts klicken können hier. Klick mal alle rechts. Ja, nee, das funktioniert gar nicht, Flo. Geht das nicht? Ich bin jetzt auch... Ich bugge. Nee, Flo, das geht gar nicht. Ja, das geht nicht, weil die sind alle ineinander. Guck mal. Weil wenn einer nämlich ineinander ist, dann geht das gar nicht. Du musst die irgendwie anders platzieren. Ein Stückchen vorschieben? Nee, vorschieben geht eben nicht. Egal. Jedenfalls, Roman, mach weiter. Okay. Ah, pass auf, jedenfalls hat man hier so die erste schwierige Kurve, ja, die muss man dann meistern, dann geht das hier etwas weiter runter. Hier sieht man, das ist so ein bisschen schlangenlinienmäßig, aber da könnt ihr euch noch mal ein bisschen überraschen. Eine Seeschlange? So, und dann habe ich mich noch ein bisschen inspirieren lassen von einer ganz besonderen Achterbahn, die ich kenne. Hey, wo bist du? Das ist der Blue Fire, genau. Hier geht's hoch
Und dann geht's nämlich hier so in so einen kleinen Steinhang rein. Oho. Ja, dann denkt man, man knallt jetzt gegen den Berg. Aber dann geht's hier wieder runter. Okay, ich würde wohl sagen, wir fahren einfach mal. Genau, und am Ende wartet nochmal eine ganz romantische Überraschung auf euch. Ja, nee, das hier, ist richtig hier, das so. Hängt hier. Nee, das ist richtig. Das ja, nee, sonst klatscht du gegen das Kart und fährst zurück. Nee, sonst, das ist alles richtig. Alles okay, richtig. Okay. Ich würde auch mal sagen, dran bearbeiten Roman, an meiner kommst du her? Zuerst. Okay. Auf geht's. Dann fahrt mal alle. Kommt, go. Viel Spaß, Leute. Habt einen guten Rutsch. Wow, nein, Fisch ist in mein Gesicht geflogen. Die ist ein bisschen ist schneller, nicht. Müsst ihr wissen. Oh, Alter, Roman, du hast Wellen eingebaut. Und dann kommt, nein, hier ist Slow Motion, hier darf man nicht aussteigen. Also, das ist Slow Motion. Okay. Wow, und dann am Ende geht's dann nochmal ganz in die Tiefgarage. Da müsst ihr ein bisschen warten, das ist ein bisschen Ladezeit, Jungs. Bisschen Ladezeit, das dauert hier ein bisschen. Der Tunnel ist etwas länger, müsst ihr wissen. Ich sehe nix. Nee, aber ihr seid bald da. Das geht ein bisschen weiter nach unten, müsst ihr wissen. Okay, ich geb fest. Nein, ihr seid hier voll verarscht, es geht nirgendwo lang. LOL, das ist das Ende. Ihr wartet so lange da drin. Ich hab schon die ganze Zeit gar nicht. Ich hab schon gesehen, bei den Kynaten hat sich nichts mehr getan. Das ist super. Oh, warte. Auf geht's, hier sind wir jetzt. Wer fängt an? Ich würde sagen, Lars fängt das erste. Nee, Lars ist Lars in der Bahn. Nein, was? Ich will erster. Los, Flo, du als nächstes. Ja, auf geht's. Wusch. Alter, ist das ein Erlebnis, sage ich dir. Aber ich muss schon sagen, ziemlich geil, die Bahn. Hoffentlich funktioniert die, ey. Also, die ist wirklich lang gehalten. Man muss wirklich sagen, Alter, die Welt. Nicht zu schnell. Lol. Bam. Das ist übelst krass. Hast du das Haus hier selber gebaut? Nee, das stimmt. Ich muss wirklich sagen, Lars in der Bahn fand ich cool, das Romanzahn. Ich muss sagen, fahrtechnisch ist Lars in der besser, aber Roman hat mehr Atmosphäre. Ja, das stimmt. Deine ist ein Erlebnis. Roman. Okay, dann würde ich mal sagen, hier sieht man schon ein bisschen was von meiner Bahn. What the fish, Alter. Geht ein bisschen steiler hinaus, sagst du also. Ja, also. Ist das hier unten der Anfang? Nee, der Anfang ist weiter hin. What the fish, Alter. Okay, Leute, meine Bahn ist ziemlich geil. Also, die fängt langsam an, aber sie hat's drauf. Willst du mich eigentlich gerade veräppeln, Alter? Boah, okay, guck, hier ist der Anfang, okay? Weil du hast sogar einen Start. Ja, guck, hier steht Trock-N. Also ich hatte schon Respekt davor, Alter, das Ding zu okay, fahren, dann würde ich hier mal sagen, auf geht's! Hui! Okay. Ich hab Lars, okay. Lars ist auf mir geht's. Auf den Fersen, Alter. Ja. Es startet langsam, ein bisschen Fahrt durch die Stadt. Alter, durch ein Haus, durch? Hui! Und Alter. Dann kommt der Aufbau. Der Aufbau. Oh, ganz hoch und... Oh, Hände in die Höhe! Oh mein Gott! Aber das war's noch nicht! Oh! Alter, und der Looping! Oh, und das war's dann! Fisch. Alter, war die das cool. Die Bahn war ziemlich witzig, ja? Alter, Vater. Deine Bahn ist sowas von trocken, Alter. Die finde ich so gut. Lol, ja, und Roman fährt direkt nochmal. Ja, ich will nochmal. Papa, ich fand die okay. Bahn mega. Jedenfalls, cool. Das war's für die zweite Folge von Minecraft Rollercoaster Times. Wenn ihr mehr Folgen von Rollercoaster Times haben wollt, dann zeigt den Formel einen Daumen nach oben. Schaut unbedingt bei den anderen beiden vorbei, um zu sehen, wie die ihre Konstrukte konstruiert haben. Und Alter, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wer ihr denkt, wer der Sieger ist der heutigen Achterbahn-Session. Oh, und da kommt der Dropdown. Das ist ja mal richtig cool. Ja, also dieses Mal selbst war cool. Okay, ja. Also welche Bahn hat gewonnen? Trocken, der wässrige Ritt oder wie ist deine Roman? Nass. Meine, der wässrige, so. Weiß ich nicht. oder nass. Oder nass. Ja, darf ich mal sagen, nass. Dann war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Mod-Download sowie Map-Download in der Beschreibung.